Fisch mit viel Jod und so weiter. Fisch. Aber nicht, ach so, nicht Fisch und Chips, sondern der Fisch war nochmal einer. Fisch-Tacos? Nee, oder? Was gibt's denn noch mit der Fisch? Ich hab's ganz vergessen, was ich vorgelesen habe. Fisch-Tacos? Ach genau, hier. Buntbarsch. Genau, das da war's. Direkt Familiengröße für Uschi-Gags hier. Direkt Familiengröße mache ich jetzt mal. So, dann legen wir das. Aber ich glaube, wir hatten noch vom anderen was. Ich bin hier mal gespannt, was die Autofahrer machen, wenn das Öl am Ende ist. Ja, dann schauen wir, finden wir schon was anderes hier. Die Physiker werden sich schon irgendwas zusammenbasteln, was dann auch so richtig schön glitscht und gleitet. Hadouken! Jawohl! Schau dir an. Macht hier voll Hadouken hier mit dem ganzen Essen. Ja, mach mal eine Ausbildung bei BMW. Also, denk mal, das ist gut. Klar ist das sehr gut, auf jeden Fall. Natürlich, Uschi muss ja satt werden. Gut, wenn du das so siehst, dann passt es. Dann essen wir mal ein Gericht, legen es wieder in den Kühlschrank. Jetzt freut sich schon. Es hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt, das Essen. Aber schau mal, sie hat von Pommes und Burger geträumt während des Fischessens. Also, das kannst du ihr nicht nehmen hier. Kochskills, yeah. Du bist nicht so der Audi-Fan. Ja gut, wenn er bei BMW ist, dann schätze ich mal eher weniger. Dass man. Ja. Uschi ist zu abartig fett. Jetzt. Ihr seid so geil, das ist so geil. Das ist echt lustig. Mein Dad ist BMW-Fahrer, ich stehe auf Nippenracer. The fuck hat sie jetzt schon wieder gemacht? Leute, ich wollte doch gerade mal noch einige Sachen hier. Wir werden die Küche bei mir alles ersetzen. Aber jetzt chillen wir noch ein bisschen. Wenn wir dann wieder selbstständig sind und zu Hause hocken, dann haben wir genug Zeit. Ja, stopp. Achso, nee, passt schon. Alles wegwerfen, ja. Mein Dad ist BMW-Fan, ich stehe mit Racer Turbo-Schweine. Lol. Ich mag BMW, Audi, VW, Nissan. Okay, ich mag Zipperfeuerzeug und Butterfly-Messer. Yeah, Master of Tricks. Wow, echt? 350Z? Ist das nicht die Fair Lady, oder? Ist das eine andere? 350? Ist nicht Fair Lady, oder? Oder verwechsel ich da was? Energie wird erschöpft in 3 Stunden. Uschi ist müde und muss sich bald ausruhen. Okay. Erstmal schlafen. Erstmal schlafen. Hast noch nie richtig fette Menschen gesehen? Oh Mann, ihr seid ja alle wahnsinnig hier. Ja, seid ihr schon welche hier. Jetzt darf Uschi wieder putzen. Ja, muss sie. Hat sie auch schon. Wenn ich das hier vorlese. Wir müssen aber was für den Job tun, immer noch. Und zwar. Plugins müssen wir programmieren. Noch Plugins hier. Nein, Fanny ist alt. Okay. Alles klar. So viel zum Thema Putzfrau. Nissan 350Z, Baujahr nur 6. Okay. Erstmal programmieren müssen wir noch schaffen vor der Arbeit, damit wir befördert werden. So, selbstsicher. Okay, passt. Dann können wir noch mal an so einem Spiel spielen. Turnier. Natürlich Profiturnier und wieder Sims to go. Profiturnier passt. Dann können wir hoffentlich irgendwann diesen Schmarrn abschließen. Müssen wir noch was essen? Nee. Schau mal, das Essen hat ja länger gehalten als das normale Essen, oder? Das Gesunde. Fühlt sich. Fühlt sich Uschi eigentlich nicht von sich angewidert? Ich glaube, ein kleiner Morgenspaziergang wäre noch gesund. Ja, jetzt nicht übertreiben. Immer schön langsam reiten, gell? Ja, jetzt müssen wir erstmal hier noch für den Job was tun. Machen wir das schon. Hab nur ein Ausbildungsgehalt zum Umbau. YouTube Money, genau. So, fertig. Dann gut, dann können wir noch ein paar
Dehnungsübung mache, aber wir essen noch ein bisschen. Schau, wir essen noch ein bisschen. Schauen wir mal. Öffnen. Wir haben hier noch zwei Sachen drin hier. Und zwar läuft es in 9 Tagen ab. Das ist der Buntbarsch. Und die essen noch einen Joghurt hier zum Frühstück, ein Gericht nehmen und dann schauen wir weiter hier. So. Yummy, yummy. Hier. Wieso ist er denn traurig, Alte? Wieso bist du traurig? Warum denn jetzt hier? Usch, verloren. Uschi ist. Ach, wieder beim Turnier verloren. Ist doch egal, Mann. Musst du nicht um 9 in die Arbeit, meine Kleine? Die kann nicht. Also jetzt vergisst ihr, dass sie in die Arbeit muss. Hört nicht auf zu essen und vergisst einfach in die Arbeit zu gehen. Jetzt zeige ich euch mal nochmal diese sexy Arbeitsklamotten. Was für ein Schmarrn hier. Das sah aber bei der Dünnen schon etwas besser aus, aber kriegen wir schon hin. Jetzt fühlt sie sich wieder wohl, jetzt ist sie wieder zufrieden. Was hat sie denn hier wieder vor? Etwas pflanzen. Konzentriert zur Arbeit gehen. Geh konzentriert zur Arbeit, lass Uschi das Mikroskop. Jemand bitterlich umarmt. Tu mir das Ganze mal weg hier. So ein paar neue Sachen hin. Glücklich, Beförderung. Entwicklungschefin, Entwicklungs irgendwas. Beförderung hier. 9 bis 17, das kriegen wir mehr Kohle. Wir kriegen ja fast gar kein Geld von der Arbeit. Wir haben so viel, wir haben immer, jede Woche glaube ich, haben wir 3.000 bis 4.000 bekommen für diese Bücher, Lizenzen, die wir verkauft haben. Oder Bücher selber halt. Wird man heutzutage nicht mehr, okay. Ausnahmefälle schaffen das erst echt nicht mehr. Doch wenn man gepusht wird von YouTube, ja, dann schon, ja. Wenn du von den Großen gepusht wirst, dann schon. Aber nur noch deren Freunde, Bekannte, Leute und die, wenn du von denen gepusht wirst, ist es halt einfach, sonst ist es sau schwer. Großen werden größer und die Kleinen verschwinden im Nichts, habe ich mal so einen Artikel gelesen. Das stimmt leider auch. Was machen wir denn hier? Was steht da für den Job noch an? Zu der nächsten Beförderung. Zwei Freiberuflerjobs abschließen. Wie machen wir denn das? Können wir unseren eigenen Job behalten? Oder müssen wir den kündigen? Also den. Im eigenen Job müssen wir zwei Freiberuferjobs abschließen und für das Endding müssen wir noch mehr programmieren. Wie können wir denn Freiberuferjobs abschließen? What the fuck? Was ist das? Ach, mein Gags, Gott, erleuchte mich mit deinen Weisheiten. Was zockst du so privat? Ich zocke nichts mehr privat. Gibt's nicht mehr, nur noch Stream. Ich habe vor dem Stream habe ich lange Zeit WoW gezockt, viele Racing Games, Gran Turismo, Forza, Formel 1 und alles Mögliche, was es so gibt. Und 8, 9 Jahre WoW gespielt und ja. Davor habe ich Quake 3 gespielt, 4 Jahre, glaube ich, Anno 2000, UT 2004, glaube ich, war das, ja. Und so weiter. Und dann noch die ganzen Games von früher an den 90er Jahren. Aber privat gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Stream. Ich habe ja gar keine Zeit mehr für privat. Ich zock nur noch mit euch, gegen euch, für euch, um euch herum. Und jetzt wurdest du von mir erleuchtet. Was wollte ich machen? Freiberufler. Karriere? Jobs suchen. Naja, wenn man es noch Freundschaft nennen kann, okay? Du bekommst ja tote Subs, mir nett. Ja. Was ist denn freiberuflich hier? Wie wird das? Ah, okay, aber cool. Ja. Cool oder nicht cool? Ich habe einfach gespielt, das, was mir Spaß gemacht hat, weißt du? Ja, würdest du auch irgendwann rankommen. Weiß das jemand, wie das ist mit diesem. Ach, ich kann ja lesen. Sorry, ich muss ja nur lesen. Ist ja, das kann man ja. Hier. Also. Klicke auf einen Computer. Wähle in der Kategorie Programmieren die Interaktion als Freiberufler beginnen. Sims können diese Interaktion freischalten, indem sie Programmierfähigkeiten verbessern. Kategorie Programmieren. Freiberufliche Arbeit beginnen.
Also, easy going, steht da, muss man nur lesen. Muss man nur lesen hier. Junge macht gerade Longboard Tour durch DE. Wow, das ist ja bestimmt nicht schlecht. Dauert bestimmt eine Zeit lang. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gehört. Unge, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne nur meist, falls es irgend so ein YouTuber oder sowas ist, ich kenne meistens nur die ganzen amerikanischen Leute. Also, Freiberuf, was ist das jetzt hier? Freiberufliche Arbeit beginnen. Was macht ihr jetzt? Schon die Verrückte mit ihrer komischen. Ich habe ja hier nämlich auch das Halsband hier dran. Das kann man gar nicht näher ranzoomen. Ich habe ja dieses Hundehalsband hier, habe ich für sie. Was haltet ihr denn von dem Hundehalsband? Das ist doch. Schon wie schön die lächelt. Schaut euch mal das an hier. Ist doch. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Und sie freut sich und sie lacht. Schau, die ist glücklich. So wie sie ist. So wie sie ist. Lacht, sie freut sich, tut irgendeinen Schmarrn da machen, dann passt es. Dauert aber wieder hier, Leute. Hier ist es ja, das drehst du ja durch hier. Hat sie es jetzt geschafft? Ja, es fühlt sich unwohl und warum? Weil sie bestimmt wieder Hunger hat. Okay, einmal habe ich es geschafft. Hunger hat sie und schlafen will sie. Typisch. Dann schauen wir erst ein bisschen Fernsehen. Das ist doch das Beste. Wunderschön, Gags. Vielen herzlichen Dank. Ich wusste doch, ich kreiere eine Schönheit. Ich glaube, ich gehe jetzt noch eine Stunde pennen. Jo, mach das auf jeden Fall hier. Dann schlaf mal schön und träum süß. Ja, bitte zeig uns nicht UGMBH. Und wenn doch, gibt es nur die Kugel. Also ihr wollt UGMBH sehen. Erstmal essen wir noch was. Wir müssen noch ein bisschen hier öffnen. Wir haben hier noch leckeres Essen. Essen wir noch einen Joghurt, ein Gericht nehmen. Genug ferngesehen. Das tust du auch noch wegräumen, aufräumen. Was essen und dann können wir schlafen gehen hier. So, Joghurt. Duschen können wir, wenn wir aufstehen. Und dann gehen wir schlafen. Nicht sitzen, sorry. Schlafen. Genug, nicht sitzen. Wenn wir aufstehen. Gehen wir mal hier duschen, dann ja Zähne putzen, Hände waschen, gehen wir trotzdem mal aufs Klo, nach dem Zähneputzen, nach dem Hände waschen. Okay, dann bis später, meine süßen Homo. Bis denn, gell? Schlaf schön, träum süß. Du stoffst sie aber auch voll. Willst du, dass sie gesund lebt? War klar. Also ich habe hier meinen Proteinberater. Und ich halt versuche mich dran zu halten und esse Fisch und Joghurt und dann wird das schon passen. Oh ja, da, so schön in der Dusche mit blauen Haaren, die gar nicht nass werden. La 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 la. So, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten, genau, hat sie eh noch eine Queue voll. Dann öffnen. Und in der Früh gibt es hier den Fisch. Ein Gericht nehmen. Kannst du mitkommen? Ah, ja, klar. Uiuiui. Ich dachte schon, wo hockt sie denn da im Schlafzimmer? Das ist ja am Klo, war sie gerade. Alles klar. Hunger. Wir müssen dann nach dem Essen müssen wir noch schauen. Dann müssen wir denn nicht in die Arbeit jetzt? Um 9 schon wieder, oh Mann. Müssen wir trotzdem noch weiter mal so einen Blödsinn machen? Programmieren, freiberufliche Arbeit beginnen. Müssen wir zwei machen. Ich warte auf dich, Schnuggi.
Jo, bis dann. So, nicht so viel essen, nicht so lange. Wir müssen nämlich hier noch.